Hallo, herzlich willkommen hier bei meinen Videotutorials. Heute kommt nochmal ein Photoshop-Thema. Und zwar ein Thema, das, wo mich viele schon angesprochen haben. Und zwar geht es darum, wie ich künstlich mit Photoshop Beleuchtungseffekte in ein Bild bringe. Und dazu habe ich hier nochmal ein Bild aus dem Shooting mit dem Wiesmann und Franzi. Und möchte hier zum einen mal den Scheinwerfer anschalten und zum zweiten hier hinten noch einen zweiten Lichtspot integrieren und euch daran einfach mal zeigen, wie man in Photoshop da am besten vorgeht und welche Mittel und Wege es gibt. Zunächst mal hier vorne der Scheinwerfer. Diesen möchte ich sozusagen hauptsächlich mit einer Einstellungsebene Tonwertkorrektur kreieren. Dazu wähle ich zunächst mal hier das Lasso-Werkzeug, umfahre hier mal relativ grob mit dem Lasso-Werkzeug den Scheinwerfer und simuliere mal hier so einen Lichtkegel, der nach vorne weggeht, und habe jetzt hier einen, ja, wie gesagt, simulierten Lichtschein, den dieser Scheinwerfer wirft. Dann wähle ich hier eine Einstellungsebene Tonwertkorrektur, und um diesen Scheinwerfer anzuschalten, werde ich vor allem hier den Tonwertumfang bei den Schwarztönen mal ganz nach oben ziehen. Ihr seht, es wird sehr schön hell. Wenn ihr nämlich hier oben diesen weißen Regler, also die Weißtöne, beschneidet, dann brechen hier die Lichter sehr schnell aus und das ist mir zu viel. Das heißt, hier werde ich nur relativ wenig beschneiden und hier lieber doch die allgemein die Grautöne noch etwas aufhellen. So, jetzt ist unser Scheinwerfer eigentlich schon an, allerdings ist natürlich hier die Kante deutlich zu scharf, deswegen hier einfach in das Maskenmenü gehen. Generell würde ich die Dichte noch etwas reduzieren von der und hier dann die Kante hauptsächlich weich zeichnen, bis hier ein schöner Schimmer hier vorne entsteht. Und diese Maske könnt ihr natürlich jederzeit noch bearbeiten, das heißt, in dem Fall soll dieser Schein ja etwas abnehmen. Ich könnte jetzt hier mit einem Verlauf in der Ebenenmaske diesen Lichtschein nach vorne wieder etwas reduzieren. Ich kann aber einfach hier einen schwarzen Pinsel nehmen, mit einer relativ großen Pinselspitze, und einfach mit der Farbe Schwarz sozusagen hier vorne wieder etwas von dem Lichtschein wegnehmen. So. Wenn wir die Deckkraft noch etwas anpassen und schon haben wir einen Lichtschein, der nach vorne geht. Ihr könnt hier natürlich auch diesen Rand etwas unruhig gestalten, damit es etwas natürlicher aussieht. Was noch fehlt, der Scheinwerfer an sich, der müsste natürlich viel, viel heller sein. Und dazu nehme ich eine zweite Ebene und wähle zunächst mal hier den Ebenenmodus negativ multiplizieren und werde es einfach mal mit weißer Farbe hier den Scheinwerfer anmalen. Dazu senke ich hier mal die Pinselgröße und einfach mal mit einer weißen Farbe werde ich hier sozusagen den Scheinwerfer mal ganz hell machen. Ich zoome nochmal gerade aus, vergrößere meine Pinselspitze noch etwas und werden hier im Anfangsbereich sozusagen einfach den Scheinwerferstrahl noch etwas verstärken. Jetzt habe ich zunächst hier einfach negativ multiplizieren, das heißt, es wird komplett aufgehellt. Ihr könnt aber bei der Gelegenheit einfach auch mal andere Ebenenmodi ausprobieren. Weiches Licht, da ist der Effekt zu wenig. Probieren wir gleich mal hartes Licht oder eben auch strahlendes Licht aus. Und ich finde, der Effekt passt viel besser. Hier haben wir so einen richtig schönen Lichtschein dann jetzt hier und man kann hier die Deckkraft noch leicht senken und schon haben wir einen Scheinwerfer, der hier leuchtet, der hier auch schön das Bein anstrahlt und ja, so habt ihr einfach mit zwei Ebenen im Prinzip den Scheinwerfer angeschaltet. Man kann natürlich jetzt noch hingehen und zum Beispiel hier noch einen kleinen Farbstich reinbringen. Auch das geht mit einer Einstellungsebene, in dem Fall Farbtonsättigung. Ich aktiviere hier den Schalter, damit es nur auf die darunterliegende Ebene wirkt und sage es einfach mal färben und schau mal, ob es da ist noch einer zu hoch. So. Und dann können wir hier einfach mal einen Gelbton nehmen. Das
Sättigung nämlich noch etwas runter und auch die Deckkraft noch etwas senken. So kriegen wir einen leichten Gelbstich hier in den Scheinwerferkegel. Eine zweite Möglichkeit, die Photoshop bietet, um Lichteffekte in ein Bild einzumontieren, das geht wieder über eine separate Ebene. Dazu halte ich mal die Alt-Taste gedrückt und lege eine neue Ebene an. Und wenn ich diese Alt-Taste gedrückt halte, macht Photoshop Folgendes, dass ich gleich hier in dieses Menü komme, wo ich wählen kann, welchen Ebenenmodus meine neue Ebene hat. Und ich wähle hier mal negativ multiplizieren, denn wir wollen ja wieder eine helle Lichtquelle dazu bringen. Und dann bietet mir Photoshop schon die Möglichkeit an, mit neutraler Farbe füllen. In dem Fall schwarz, mache ich mal okay. Und was passiert? Wir haben eine neue schwarze Ebene. Und dadurch, dass diese im Modus negativ multiplizieren hier in das Bild kombiniert wird, macht diese Ebene im Moment noch keinerlei Änderung. Zum Zweiten ist wichtig, ich werde diese Ebene in ein Smart-Objekt konvertieren. Warum das wichtig ist, werdet ihr gleich sehen. Und um eine zusätzliche Lichtquelle oder einen Scheinwerfer zu simulieren, eignet sich sehr gut ein Renderfilter. Den findet ihr oben im Filtermenü, und zwar den Renderfilter Blendenflecke. Diese simuliert, ihr seht es hier in dem Vorschaubild, eine Lichtquelle und die daraus resultierenden Blendenflecke. Ich verwende hier meistens den 105mm, das 105mm Objektiv. Aber in dem Fall, weil ich eher einen etwas rötlichen Schimmer reinbringen will, verwende ich hier das 50 bis 300 Zoom und mache die Helligkeit mal ein bisschen größer. Mal hier oben rein und klicke einfach mal auf OK. Und ihr seht, hier ist automatisch unser Blendenfleck entstanden. Und dadurch, dass die Restebene schwarz ist, nur das hier sozusagen erhellt wurde, fällt auch nur dieses ins Gewicht. Das heißt, alles was schwarz ist in dem Bereich hier, erfährt das Bild keinerlei Änderungen. Nur hier, wo der Blendenfleck dazugekommen ist. Und ihr seht hier auch sehr schön, warum es wichtig ist, das Ganze in ein Smart-Objekt zu konvertieren. Denn nur durch dieses Konvertieren in ein Smart-Objekt kann ich jetzt jederzeit noch hier wieder in den Filtereffekt reingehen und ihn nochmal verändern. Er sitzt deutlich zu tief und ist auch noch nicht hell genug. Das heißt, wir machen einen Doppelklick hier auf den Filtereintrag Blendenflecke, verschiebe ihn mal hier ganz oben in die Ecke, ganz nach außen und verstärke auch die Helligkeit, dass wir hier so einen richtig schönen Schein mit in das Bild reinkriegen. Bestätige nochmal mit OK. Ja, und jetzt sieht es schon viel besser aus. Wir haben hier simuliert eine helle Leuchte noch im Hintergrund und die daraus resultierenden Blendenflecken hier im vorderen Bereich. Ich sollte diese Lichteffekte natürlich auch nur dann zufügen, wenn es zum Bild passt. Hier stand in Wirklichkeit etwas weiter außen ja auch ein Blitz. Ist jetzt hier an den Reflexionen am Auto und auch hier an der Schulter von der Francie. Dann passt es wunderbar, hier so ein zusätzliches Licht einzubauen. Allerdings solltet ihr darauf achten, dass es bei eurem Bild wirklich auch zu der gegebenen Lichtrichtung passt. Sonst fällt es eher störend auf. Ich werde jetzt auf diese Ebene noch einen zweiten Filter anwenden, denn diese Blendenflecke, die hier Photoshop generiert, sind mir deutlich zu scharf. Das heißt, ich nehme jetzt hier nochmal den Filter Gaußschen Weichzeichner und werde einfach jetzt hier diese Blendenflecke mal so weit reduzieren, indem ich sie hier einfach weichzeichne, dass sie einfach nicht mehr so stark stören. Und jetzt haben wir hier eine ganz natürliche Lichtquelle reingebracht, die wunderbar zu dem Bild passt. Wenn jetzt diese Flecke immer noch stören, da kann man auch einen ganz einfachen Trick anwenden. Das heißt, wandelt dieses Smart-Objekt wieder in eine normale Ebene um. Das heißt, rastert diese Ebene und geht mal hier auf den Ebenenmodus Normal. Und dann seht ihr, wie diese Ebene jetzt aufgebaut ist. Wir haben hier unsere Lichtquelle und wir haben hier die noch vorhandenen Blendenflecke. Jetzt könnt ihr einfach mit dem Pinsel hergehen, Farbe schwarz, und diese Blendenflecke einfach übermalen, die euch stören. Wenn euch diese hier stören, dann nimmt der Farbe aus dem benachbarten Bereich auf und übermalt auch diese, wobei die im fertigen Bild dann nicht auffallen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf negativ multiplizieren und jetzt haben wir hier diese neue Lichtquelle eingebaut. Ihr könnt jederzeit hier einfach die Deckkraft der einzelnen Ebenen noch so weit anpassen, bis euch der Effekt gefällt. Ich würde hier noch ein bisschen die Deckkraft von dem Scheinwerfer senken, damit es noch etwas natürlicher aussieht. Und ja, damit wäre die Bearbeitung schon fertig. Also ihr seht, ihr habt zwei Möglichkeiten.
zusätzliche Lichtquellen einzuarbeiten. Einmal, wenn ein Schein suggeriert werden soll, ein Lichtkegel, könnt ihr hier mit der Tonwertkorrektur arbeiten oder eben das auch manuell ins Bild einmalen, wie ich es hier im Bereich des Scheinwerfers gemacht habe. Einfach durch eine Ebene im Modus strahlendes Licht oder negativ multiplizieren und dann einfach mit einer weißen Farbe in diese Ebene malen, um die Lichteffekte sichtbar zu machen oder einzumalen. Oder ein sehr beliebter Filter für Lichtquellen ist auch der Renderfilter Blendenflecke. Auch hier geht es über den Modus negativ multiplizieren, zuvor die ganze Ebene schwarz machen und dann den Lichteffekt setzen, indem ich einen Renderfilter anwende und dann gegebenenfalls noch Weichzeichner, je nachdem, wie euch das am besten gefällt. Ja, das war's wieder für heute. Nächste Woche gibt's wieder ein Shooting-Thema aus der Praxis, verspreche ich euch. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Danke.